Hallöchen, herzlich willkommen zur neuen Folge zu Esko. Oh yeah. Wenn ihr so einen Round-Kopfhörer habt wie ich und hier drauf geht, wo es links ist, also hier hört man es links und hier rechts. Ich kann mal meine Stimme so verstellen. Hier bin ich links, hallo, und jetzt bin ich rechts, hallo. Und heute spielen wir mal ein bisschen CSGO, hey. So, wir spielen ein Gelegenheitsspiel, würde ich sagen. Hoffentlich sind wir auf der Map, wären wir auf der Map Agency, da würde ich die Map so gut wie meine Kinderriegelhosentasche kennen. Da sind immer ein paar Kinderriegel drin. Sie haben das ganze Design mal komplett umgeräumt. So ein Frühjahrsputz. Halt ohne Staubsauger oder Wischmopp, aber ihr wisst, was ich meine. Lel. Ist das ein Hesse? Knädel mit Soß. Ist hier ein Hesse? Weil die Hessen, die sagen das immer so normal, immer so ein typisches hessisches Essen ist Knädel mit Soß. Hier ist er. Knädel mit Soß. Bist du Hesse? Schreib zurück. Der größter Fan. Übrigens übersetzt heißt das Knödel mit Soße, ne? Kauen uns die AK, ein paar Dinger und das war's. Scheiße. Och, das kann doch nicht sein. Das Straßenverkehrsamt hat mich angeschossen. Verfickte Scheiße. Ihr müsst wissen, ich mach gerade meinen Mofa-Führerschein. Ja, es gibt noch Leute, die das sowas machen. Und jedes Mal setzen sich so fette Menschen an den Tisch und fressen. Fressen und fressen und fressen. Dann gehen die noch raus, rauchen eine, trinken Monster Energy. Ich sitze da und wundere mich, wieso ich da hingegangen bin. Naja. Vielleicht darf ich ja später mal fahren. Ich schwitze mir einen ab, Mann. Müsst wissen, nächste Woche, wenn ihr das seht, bin ich eh da. Klein Walsertal, wir fahren wieder nach Österreich. Oh, Headshot. So, wo kommen die denn all her? Kommen die alle aus Pakistan angelatscht oder was? Mann. Ich habe extra für Österreich noch so eine neue SD-Karte gekauft mit 64 GB, damit man schön mein fettes Fleisch 2 Stunden sehen kann. Ja. Diese doofe Mistkuh, Alter. Wir haben schon wieder verloren. Es steht 3 zu 0 für die. Oh, warte, erstmal hier die Bilder angucken. Profits. Gibt's ein Problem, hä? Ein Sodawasser mitnehmen für 100 Dollar. Jawohl. Schade, das machst du sehr gut. Knödel mit Soße. Jawohl. Nein. Ich hab die Geisel verletzt. Ah, fuck. Ja, okay. Ey, Knödel, helf mir doch mal. Man nennt dich halt umsonst so. Och, Mann. Verpiss dich. Ah, als ob da noch einer kommt. Jetzt kommt doch mal her, ihr fetten Kühe. Ja, Mann, ich bin wieder auf Position. Ach, du Scheiße! Da standen ja 5 Leute. Was zum Teufel war das? Das war ja wie Deutschland gegen Frankreich, ey. Da kam ein Franzose gegen 13 Deutsche, ey. Die haben ja platt gemacht, die Ärsche. Nur war ich gerade Franzose. Scheiße. So kaufe ich mal diese Schrottwaffe, ganz ehrlich. Die hat man aus der Müllkippe entfernt, weil die scheiße war. Schlecht für die Müllkippe. Profits. Och ja, fick dich selbst. Oh, schon 6-0 verloren. Richtig geil. Ob ihr es glaubt oder nicht, Leute, es gibt jetzt Essen. Sehen wir uns gleich wieder, ne? So, Leute, da sind wir wieder. Also, es gab richtig geile Maultaschen und wir haben die Runde eh verloren. Also, war das auch wurscht. Da habe ich auch gerade eine geile Geschichte für euch. Wegen den Maultaschen. Denn früher, da war irgendwelche Fastenzeit, aber man hat, also von Fleisch, aber man hat trotz. Und manche hatten trotzdem Lust auf, weil man durfte ja Nudeln essen. Da hat man einfach Fleisch genommen, die in Nudeln verpackt, zusammengerollt. Man hat dann gedacht, es wäre einfach eine fette Nudel und er darf die essen. Da war es aber doch Fleisch. Ja, früher gab es halt auch Fettsäcke, die nur an Fleisch gedacht haben. Na, du kleine Sau, hä? Was sind seine Augen? Geht's lang? Raspi, hä? Raspi. Ja, ich hab'n. Ja, Mann, Runde gewonnen. Endlich. Guck mal, Fußball da rein. Oh, selbst im Spiel bin ich scheiße. Oh. Oh, One Tap. Wartet mal. Was liegst du so blöd hier rum, hä? Ganz ehrlich. Der krault sich noch an den Eiern. Wie faul kann man eigentlich sein? Oh mein Gott. Was war das? Wenn der Typ schon das Huftgold heißt, sprich das Hüftgold. Muss er doch.
Das ist ein Mädchen. Ich dachte, er wäre fett oder die. Oh, yeah. Du magst mich fettig. Ich, oh, yeah. Nee, bitte nicht. Ich habe Kinder und Frauen. Was? Du Schwamm. Ja, Mann. Oh, mein Bauch. Der tut weh. Ich messer mich nur einmal. Dann komme ich zu dir heim und rotze auf dein Kissen. Zweimal. Dafür bin ich zuständig. Oh, oh, oh. Oh, steht 4 zu 2. Wir könnten das gewinnen. Ja! Der neue Staatschef der Terroristen, Allahu Akbar, hat sich einen Pommes-Döner bestellt. Hobby los? Ja. Mach ich. Oh, habt ihr die Reaktion gesehen? Das kommt ja nur vom Wildschwein-Essen. Ja, jeden Tag ein Wildschwein und dann ist der Cholesterinspiegel besiegt. Seht ihr? Seht ihr schon wieder? Das sind Reaktionen von einem Wildschwein, ja? Jetzt mal ohne Scheiß, ich wurde mal von einem umgerempelt. Gibt's einen neuen Hippie-Stand, von dem ich nichts gehört habe? Weil da bin ich immer aktuell. Oh! Bester Spieler, Fettsackschnecke. Oh! Ich hab den getunnelt. Wow! Ja? Was liegt denn jetzt so doof rum? So, ich nehme mal das Wildschwein. Oh. Nein, da wollte ich mal cool sein. Was hast du eigentlich dabei gedacht, hä? So, letzte, das ist die Entscheidungsrunde. Ich kotze hier gleich hin. Ja, komm, der gehört doch mir, aber ist auch egal. So, wir haben gewonnen, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, danke Leute fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nächstes Mal wieder heißt, Fettsack steckt im Schlauch fest. Ah, ich weiß, es ist scheiße. Tschüss.